Hi Leute, hier ist Ledato von YouTube und ich bin hier zusammen mit Orca Chess. Er ist genauso Schach-YouTuber und wir sind beide gerade auf dem Kränke Schach-Open und er ist der Organisator dazu. Wie hast du das Ganze organisiert? Also ich habe jetzt nicht das komplette Turnier organisiert, aber wir machen täglich Videos, täglich Schachvideos für den Kränke Chess YouTube-Kanal. Da kann ich auch gleich mal dieses Poster hier hochhalten. Also es gibt immer jeden Tag einen Impressionsfilm und Großmeister-Interviews. Auch Magnus Carlsen wird interviewt, Vishy Anand, Caruana, Aronian. Also es wird eine richtig coole Sache. Und was ich richtig geil finde, einfach hier auch mal echte, also einen aus YouTube hier kennenzulernen. Ja, das war echt richtig cool. Also zwei Schach-YouTuber. Also ich habe auch richtig viele Videos schon von dir angeschaut und du von mir auch. Ja, also das ist richtiger Zufall. Und dass du mich auch direkt erkannt hast, Er sieht genauso aus wie in den Videos. Oder? Okay. Er sieht exakt gleich aus. Das ist unverwechselbar. Und ich finde seine Videos super, also könnt ihr euch mal anschauen. Er hat mal ein Video zum Stonewall-Öffnung gemacht, das ist sehr lehrreich. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich verlinke euch den Kanal auch unten in der Videobeschreibung. Und voll cool, dass wir uns hier getroffen haben und nachher kommen noch die Weltklasse-Spieler. Vielleicht können wir ja dem Magnus Carlsen mal irgendwie begegnen oder so, vielleicht die Hand geben, wer weiß. Er macht mal ein Interview mit ihm und die anderen Top-Spieler werden auch wahrscheinlich relativ schnell an uns vorbeihuschen. Aber vielleicht kriegen wir den einen oder anderen zu einem kurzen Gespräch oder so zu sehen sozusagen. Und jedenfalls hoffen wir, dass es hier eine coole Zeit wird und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir uns hier zufällig getroffen haben. Richtig cool, also auch toll, dass du auf mich zugegangen bist. Ist auch eine coole Begegnung auf jeden Fall. Okay, also dann vielen Dank und dann hoffen wir auf ein sehr spannendes restliches Turnier. Und viele weitere schöne Schachvideos. Ja, gerne. Mach's gut. Cool. In der Karlsruhe Schwarzwald hat jetzt der ersten Runde der Kränke Chess Classic. Für solche Bilder haben wir ein ganzes Jahr gearbeitet und sind alles jetzt bekommen, wie wir sie heute haben. Fantastisch, das schon früher schon. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Letztes Jahr für Jose gewartet haben, ich weiß nicht, 100% oder knapp 100% geholt hat. Geh auf mein. Und er spielt heute gegen den Titelverteidiger, der im letzten Jahr mit einer großen Leichtigkeit dieses Turnier gewonnen hat, Levon Aronian. Als nächstes darf ich auf die Bühne bitten, denjenigen, der für die OS gewartet hat, wahrscheinlich mit Abstand die meisten Punkte geholt hat in der Bundesliga und der hier bei den Chess Classic von Anfang an dabei ist und wahrscheinlich die spektakulärsten Partien über die gesamte Dauer gespielt hat und den Weltmeister auch mal in einem langen Stechen bis weit nach Mitternacht gefordert hat. Akari Neidisch. Er spielt heute gegen den besten Franzosen, der heute in der Bundesliga oft auch uns am Spitzenbrett vertritt, Maxime Brachier-Lacat. Wir machen auf dieser Seite weiter und ich darf auf die Bühne bitten, derjenige, der nur kurz aus dem Juniorenalter heraus ist und als deutscher Spieler zeitweise die Nummer 4 der Juniorenweltrangliste war, Matthias Grüber. Ja, und ich darf auf die Bühne mit demjenigen, der sich in den letzten Jahren als für qualifiziert hat, Fabian Caruana.
Den ersten Zug nach Wetten von Fabian Caravan gegen Markus Carlsen wird heute Wolfgang Renner